Willkommen in Adana! Willkommen zu Adana! Wir sind an unserem letzten Spot angekommen. Es ist niemand krasseres als Katnerci Daye. Der Onkel. Es heißt übersetzt der Bruder meiner Mutter Katnerci. Okay, das war ja zu viel, Digga. Bruder, die kommen durcheinander. Es heißt einfach nur Katnerci Onkel. Wa alaikum salam. Du bist schon hier erkannt in Adana, Bruder. Oder mich kennt der ein oder andere, kennt mich schon. Wir probieren hier Leckereien aus, süßes Baklava, dies, das. Attackieren wir hier und verabschieden uns danach von Adana. Auf. Muss mein Minus rausholen, komm, bist du dabei? Ah, ist ein Cutmate in Adana. Mit dem Baba von Tolunay. Ah. Hier. Yeah. Hier bereiten die Friends miesesten Leckereien vor. Unser erster Cut-Minute-Foto mit Friends. Şu an ne sürdün abi? Abi, so ya. Bu ne abi? Kayba abi, süt kaybı. Açacak mı? Guck mal, wie ihr das macht. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi abi? Abi, 9. sene. Maşallah. Auf was wartest du? Auf ein Cutman. Freunde, wir sind da. Wir haben Eis, wir haben Cutman, wir haben Soğuk Baklava. Sütlü Nuriye. Das heißt Soğuk Baklava, Bruder. Was hab gefragt, Sütlü Nuriye. Soğuk Baklava. Ah, hier. Ihr entscheidet. Gib mir diese Juiceness. Letztes Mal habe ich gegessen Soğuk Baklava, ich weiß nicht mehr wo. Aber Berlin war auf jeden Fall krass, das Soğuk Baklava. Bismillah. Digga, was ist das wieder, Digga? Bruder, diese Konsistenz. Da schießt ein Juice raus aus deinem Mund, Digga. Unfassbar, Digga. Mach ihn. Das Soğuk Baklava findet man in Deutschland sehr selten, beziehungsweise sehr selten die Leute, die es gut machen können, weißt du? Auf jeden Fall. Und das sieht einfach so lecker aus, süß aus, juicy aus. Bismillah. Das sieht juicy. Bruder, Leute. Digga, und es ist noch soft, Bruder. Es haut nicht so einen weg. Es kommt gut, Digga. Also soft. Da ist nicht so viel Zucker wie in normalen Baklava. Ja, weißt du, ja, was ich meine? Genau. Es kommt einfach so ein bisschen weicher. Du kriegst nicht diesen Zuckerschock, weißt du, was ich meine? Du kriegst nicht diesen Zinnhaken, du kriegst so einen Jab, Digga. Ja, das ist diese mit schwacher Hand einfach. Entspannte, so. Digga. Dann kommen wir auch schon zum Cutman, oder? Ja. So lecker. Bruder, wir kommen zum Cutman. Was darf nicht fehlen beim Cutman? Eis. Hier haben wir auch aus Marasch-Eis, Bruder. Oh. Härter als Jaschas Eis, Digga. Er soll's sein. Oder? Hat mir immer noch heiß, Digga. Aber Eis hat abgebremst. Krass, Digga. Der Milchboss. Wer mit Drinks macht, Bismillah. Das ist Eis, Bruder. Das Krasse ist, hier ist kein Zucker drauf. Und jetzt, worauf wir alle gewartet haben, Marasch und Masse küsst Katmer. Bismillah. Das ist eine 10 von 10. Um genau zu sein, eine 0-1 von 0-1. Meinst du der oder der von Antep? Der
Der von Antep war mit Sherbet, Bruder. Ja, und der war auch ohne dieses Ding, was da drin ist. Hier ist ja noch das Ding, Kaimak drin. Ja, das kannst du nicht vergleichen. Ach, kann man sich vergleichen, aber... Aber der Zekeria in Antep war, das war sowieso... Das war anderes das Level. Das war anderes Level. Aber hier... Bruder, egal. Das ist einfach, was allgemein in der Türkei abgeht. Ey, das ist wieder, Digga. Gebt euch mal diesen Crunch. Und raus ist das Ding. Und hier kommt Kaimak, ja? Training, ja. Und hier kommt Kaimak raus. Gebt euch mal. Geht's dir gut, oder? Oder wie kann es denn einem Menschen gut gehen, was wir machen, Digga? Bruder, die Leute denken, glauben sie niemals, dass es uns gut geht. Normale YouTuber, die gehen so eine Woche in ein Land und chillen ihr Leben, nehmen ein bisschen auf und chillen, entspannen. Aber dann gibt es so Leute wie wir, die in 5 Tage, ich glaube 7 Städte in der Türkei, bei über 2.500 Kilometern abklappern und durch die unterwegs sind und 5 bis 6 Stunden schlafen. Die sind krank, Digga. Bitte unterstützt uns, erkennt die Arbeit, die dahinter steckt. Und Dankeschön. Wer auch immer das Video sieht, werden ihm als Kameramann. Ja, Freunde, das war Katmer Jidaye, Friends. Und ich muss sagen, mit Eis, mit Katmer, dies und das. Also, ich weiß nicht, ob man das überhaupt besser machen kann. Ist schon eine Nummer für sich, ist auch was Eigenes. Ist nicht das Gleiche wie in Antep gewesen. Aber wir geben den Spaß eine 10 von 10. Jetzt haut dich direkt vom Stuhl, du bist direkt müde. Insulin schießt in die Decke. Und du genießt einfach mit einem schönen Kaffee oder mit einem schönen Milch daneben. Ja, Marasch Eis hat auch gesessen, war sehr gut. War zwar kein Yaşar, aber 1-2 Yaşar. Muss man schon sagen, ja, war sehr lecker Eis. Und deswegen küssen wir Katmer Jidaye, küssen deren Herzen. Ja, Freunde, ich kann nicht wieder dazu ergänzen. Hat sehr gut geschmeckt, war nicht zu süß, die haben wenig Zucker benutzt und trotzdem war es sehr, sehr, sehr lecker. Deswegen, der Laden hat nicht umsonst über 200.000 Abonnenten auf Instagram, ist nicht umsonst gerade voll zur Mittagsstunde. Und was soll ich euch sagen? An einem schönen Ort in Adana, wo Brunnen sind, wo Palmen sind, wo die Menschen gut gelaunt sind, kann man einfach was Leckeres verzehren. Kommt nach Adana 01 und checkt den leckeren Katmer ab. So, Freunde, wir haben noch von Kaburgacı Yaşar Usta noch was übrig, Fleisch. Und wir haben hier gerade eine Ansammlung von Katzen in Adana. Und es wird nichts weggeschmissen. Kaliteli Köfte, Digga, nicht Köfte, sondern Kaburgfleisch. Liegt eine Hälfte da runter und eine Hälfte da oben auf dem Stein, Digga. Jimmy, hier ist immer Körner. Ja, an die Katzen denken der Boss, ja? Der Katzenfütterer. Der Katzenliebhaber, Digga. Warum bin ich die Katzenliebhaber? Weil du auch eine Katze hast. So sieht's aus. Grüße gehen raus, Mila.